Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. Wir kümmern uns jetzt um Rockfedern für unser kleines Kabasaurus-Junus, unser Gifthaut-Junus. Was liegt an? Braufest. Oh, okay. Kommt bald wieder. Nee, auf Braufest habe ich jetzt tatsächlich gerade keinen Bock. Achso, ich buff mich einmal neu. Das hatte ich jetzt nicht im Schirm. Und wir können ja Gott sei Dank wieder das Elixier nehmen. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass das diesmal nicht so lange dauert mit diesen 5 blöden Rockfedern wie beim letzten Mal, wo wir ja wirklich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Rocks geplättet haben. Wir brauchen 5 Federn. 5 sengende Rockdaunen. Das sollte ja einigermaßen machbar sein. Das sind 2 Rocks. Wahrscheinlich macht einfach keiner diese Quest mit für dieses Ramasaurus-Junge, weil das so beschissene Droppart hat. Keine Ahnung. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, es droppt natürlich nichts. Ich gehe nicht davon aus, dass das schnell gehen wird. Ich gehe davon aus, dass wir echt lang brauchen werden. Und wenn wir doch nicht so lange brauchen werden, ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber die Erfahrung beim letzten Mal hat gezeigt, ein langer Atem ist nötig. Das einzig Gute ist, dass wir jetzt leveltechnisch noch wieder was höher sind. Und hier nicht ganz so viel Angst haben müssen, dass uns alles angreift, was hier in der Nähe ist, sondern wenn wir da so ein bisschen denen aus dem Weg gehen, dann greifen die uns auch nicht an. Also, hier waren relativ viele Rocks. Ob ich einfach nur warten muss. Er konnte jetzt angreifen, weil er direkt in uns reingelaufen ist. Das ist dann natürlich was anderes. Aber mit etwas Glück fällt er einfach gleich weg. Ach, da kann ich keiner. Er hat ein Riesenei. Das könnten wir rein theoretisch für dieses Monster-Omelett brauchen. Das sind so viele Rocks. Geschmiedeter Gürtel des Adlers. Wieso habe ich das Gefühl, dass das kein Gürtel für uns ist? Ich brauche mehr Mana. Kette. Beweglichkeit und Ausdauer. Oh, ich habe kein Mana mehr. Das ist gut. Es dauert also etwas länger, bis der umfällt. Aber das ist ein Fehler. Was hat denn gerade unser Mana so gefressen? War das so viel? Naja, gut. Fleisch brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, das könnten wir rein theoretisch für das Monster-Omelett hier. Da brauchen wir nur Rieseneier. Das Monster-Omelett ist nicht ganz so schlecht als Buff. Und immerhin 12 Ausdauer und Willenskraft. Das ist höher als das andere teilweise. Deswegen werden wir das, die Rieseneier auf jeden Fall behalten. Ich hoffe, du weißt zu schätzen, was ich für dich tue, kleines Gifthaut-Junus. Weißt du es zu schätzen? Ja? Lass mich hier von Feuerrocks anspeien. Um dir Daunen zu besorgen. Die scheinbar nur jeder 50. Rock hat. Ich meine, immerhin haben wir hier schon Flügel gekriegt, aber
alles für ein richtig geiles Mount. Wahrscheinlich, dass die Leute einfach keine Geduld mitbringen. Weil man kann das ja auch nur täglich. Man kann die Quest ja nur einmal am Tag annehmen. Also ich kann es ja immer nur machen. Also ich könnte natürlich sagen, hey, ich... Kann ich noch nicht wirken? Mach das, auch noch Konkurrenz um die Rocks hier. Das finde ich nicht gut. Der muss wahrscheinlich Rieseneier sammeln oder so. Ach ja. Ich sollte mal einfach zum nächsten Gerippe reiten. Und nicht mit dem Genomen irgendwas wäre kommen, aber vielleicht hat er auch einfach nur so einen Rock gekillt, weil er gesehen hat, ein Allianz-Charakter, ein Horde-Charakter killt einen Rock. Ich könnte. Nee, hat aber nicht das Kleine dabei. Ja, danke, dass Arsch hier die gekillt hast. Wofür? Mit Level 64 kannst du mir nicht sagen, dass du hier eine Quest hast. Würde ja überhaupt gar nichts dagegen haben, wenn er auch so ein kleines... Ne, hier, wenn er das mit sich ziehen würde, dann würde ich das vollkommen verstehen. Aber ohne habe ich da kein Verständnis für. So. Da müssen wir nicht hin. Waren denn die anderen Knochen? Das ist wirklich ein Geduldsspiel, dieses Mount. Das ist eine reine Fleißaufgabe. Das sind keine Rocks. Überall, wo diese großen Knochen sind, ist ja die Chance da, dass da Rocks sich rumtreiben. Oh, gleich mehrere. Das ist schön. Ich würde auch einfach den Team schon mitziehen. Jetzt bin ich gleich umeinander. Sagen, ob ich das offscreen machen soll. Es ist jetzt wirklich nicht sehr spannend. Das ist sowas, da hört man dann, keine Ahnung, Podcast bei und weiß ich nicht was. Das ist schon richtig, ne? Wir sind schon in der Richtung. Ja, die Sängen raus. Sind die richtigen Rocks. Ach ja. Was ist das? Ei und die droppen Bussardflügel wie die Bekloppten und farbenprächtige Federbüsche, aber keine vermaledeiten Rockdown.
schlechtere Droprate als beim letzten Mal, wenn ich das mal so sagen darf. Also, das unterirdisch kann man das schon nicht mehr nennen. Ja, ich weiß, es ist ein Feuerschaden-Dings, aber egal. Das ist wirklich, also... Also wenn ich nicht wirklich Bock hätte, dieses Mount mir zu erspielen, dann würde ich das jetzt schon ad acta legen. Aber ja, wie gesagt, also ich gucke, das mache ich dann vielleicht. Das wäre dann tatsächlich eine Sache, die ich offscreen machen würde auf Dauer, weil das ist ja wirklich nervtötend. Was hier noch? Ich habe noch so viel gerösteten Raptor und ich hatte ja noch Wolfsrippchen gemacht. Das muss ich erstmal aufbrauchen, das Barfood. Und mal wieder eine Stahlschließkassette. Ja, ich kann die alle verkaufen. Ich würde sagen, der ist da. Ja, ich habe so viele Rieseneier. Ich kann hier also massenweise Omelettes machen. Möchtest du nicht vielleicht einfach ein Riesenei-Omelette? Das hier nervt mich und das nervt mich auch ein bisschen. Aber gut. Das ist halt sowas, was überhaupt nicht für mich ist. So stupides Farmen finde ich immer ganz furchtbar. Da habe ich keinen Bock drauf da. Steht mir nicht der Sinn nach. Ich möchte Geschichten erleben und nicht irgendwie 50.000 Mal den gleichen Mob klatschen, um irgendwie zu hoffen, dass er irgendwann irgendwas Bestimmtes droppt. Das finde ich unglaublich ermüdend, langweilig. Also das sind tatsächlich die Quests, mit denen man mich am meisten anöden kann. Kein Problem mit einer Tüte so und so viel von so und so vielen Gegnern. Aber wehe, die müssen auch noch irgendwas droppen. Und haben dann eine beschissene Droprate. Boah. Schlimmste Quests. Direkt nach. Das lädt bring dich nach Hause. Auf. Aber ich fall zwischendurch in Ohnmacht übrigens. Ich meine wirklich. Das kann nicht wahr sein. Ah, toll. Sie ist Level 46, sie muss wahrscheinlich hier irgendwas machen. Doch nur meine Federn für ein kleines Gifthaut, Junges. Ich überlege, ob wir
was? Ich weiß gar nicht. Was haben wir denn sonst noch so an Quest? Ja gut, das habe ich auch immer noch nicht rausgefunden, wo in Winterquell ich da hin muss. Ich muss ja auch noch mal in den Teufelswald. Und da könnte man auch das dann noch mal erledigen mit... Da haben wir nämlich den Teufelswald zu weit schon mal abgeschlossen. Beziehungsweise unsere Aufgaben im Teufelswald. Das wäre vielleicht eine Idee, dass ich zum Teufelswald fliege. Und diese Schleimproben da auch noch hole. Schon verkaufen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr als diese 15 brauchen. Ey, wenn wir da auch genauso einen Kack haben wie mit dem Morgenkorn-Gedöns, dann weiß ich nicht, ob ich nicht einen Mord begehe. Dem Apothekerkollegen, der dann daneben mir steht, wenn ich den Kram extrahieren muss. Das würde ich halt machen, Teufelswald, und dann von da aus nach den Zeppelin nehmen, nach Unterstadt. Also von Orgrimmar aus den Zeppelin nehmen, nach Unterstadt und dann mich danach umtun, so noch an Aufgaben gibt und dann immer, wie gesagt, immer noch nicht ganz klar, mache ich jetzt Pestländer oder nicht. Oder aber gehen wir tatsächlich nach... Das wäre natürlich auch eine Idee. Kommt dann gerade was. Rein theoretisch wäre es vielleicht eine Idee, es wäre vielleicht auch eine Idee, mit dem Todesritter die Pestländer zu machen. Ich hatte sowieso überlegt, ihn mal wieder zu spielen. Und die Pestländer sind ja nicht ohne. Also ne, vom Level her wäre das vollkommen okay. Und es würde halt total gut passen, finde ich, das mit ihm zu machen. Arena-Verkäufer, nee, da kann ich nicht. Da werde ich kein Zeug los. Ich habe ein Geschäft für euch. Ja, ich auch. Ich habe auch ein Geschäft für euch. Ich habe hier ganz viel Crap, den ich loswerden will. Super. Was hat er denn hier? Stein der Weisen kennen wir schon. Das können wir auch schon. Das können wir auch schon. Das können wir noch nicht. Aber das habe ich möglicherweise in der Bank. Was wir hier nachgucken. Schönen Tag auch. Genau, mit dem Todesritter Pestländer machen und mit ihr dann jetzt bei Gelegenheit. Was braucht ihr? So, wohin kann ich fliegen? Die Frage ist, was ist am besten? Bis zum Blutgriffposten zu fliegen. Oder zum Smaragdrefugium. Wo waren denn die Schlamme überall? Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist ein wahnsinnig weiter Flug. Und ich finde es unglaublich. Bis zum Splitterholzposten zahlen wir 6 Silber und dann in den Teufelswald 13. Got to be kidding me. Ich weiß auch nicht, es macht auch keinen Unterschied, ob man... kurze Strecken fliegt. Auf Dauer ist es dann genau der gleiche Preis. Es ist einfach sehr teuer, vom Splitterholzposten in den Teufelswald zu fliegen, weil das ja so gefährlich ist. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Dass wir mit ihr... Level 57 müsste es sein. Wir müssen ja eh nochmal in die verwüsteten Lande. Dass wir mit ihr
so schnell wie möglich in die Scherbenwelt gehen und mit dem Todesritter die Pestländer machen, dann habe ich nicht das Problem, dass ich mit zwei Charakteren in der Scherbenwelt bin, was blöd wäre, weil dann würde sich alles wiederholen. Und dann könnte ich die Pestländer auch einmal komplett durchquesten, denn das habe ich tatsächlich nie gemacht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe nur so ein bisschen da gequestet. Irgendjemand hatte mir auch geschrieben, dass die Instanz in den, was war es, westlichen Pestländern Scholomanz ist. Ja, wie gesagt, ich erinnerte mich ja dann auch daran. Ich war nun nicht mehr sicher, östliche oder westliche, aber ich hatte irgendwie Strathholm auch als Instanz in Erinnerung. Vielleicht ist das auch eine? Ist es vielleicht sogar eine? Wo kann man denn das hier? Ich will eigentlich keine Suche. Aus Versehen irgendwo beitreten. Nein, ich will keine Instanz machen. Nochmal. Aber hier können wir gucken. So, was haben wir denn hier? Classic. Ist ja ganz einfach nachzugucken, wo was ist, ne? So. Dann versuchen wir Schwarzwald. Hier schon. Doch, Strathholm ist auch eine Instanz. Okay, dann ist Strathholm. Warum Totenspur? Oh, das ist natürlich sehr geil, wenn wir mit dem Todesritter in die Pestländer gehen, bei Baron Totenschwur, dem begegnet man ja in der ja, wir werden natürlich Strathholm nicht machen mit dem Todesritter. Wobei, vielleicht, wenn wir Level 80 mit dem Todesritter sind, gehen wir einfach mal in Strathholm. Mähen wir durch Strathholm durch. Passt schon mit dem Todesritter. Ich könnte natürlich mit dem Todesritter auch mal anfangen, hier die Instanzen zu machen. Also, ich sag mal, bis Level 30, bis Kloster, sollten wir mit dem Todesritter schaffen sogar. Ich werde mal ausprobieren. Wir fangen einfach mal hier mit denen an. Ja, und dann kommt halt... oh Gott, ihr Busch, Dungeons, nein. Ja, das habe ich natürlich auch alles nie gesehen. Alles nur solo gemacht in Lich King. Ich habe ein paar, wie gesagt, ich habe ein paar von den, also Höllenfeuerbollwerk, Blutkessel und Sklavenunterkünfte habe ich gemacht. Auch in iCrypta war eine Zeit lang der In-Dungeon. Da ist man 5000 Mal reingelaufen. Da habe ich mit meiner Hexe also ganz oft drin gewesen. Zetek-Hallen auch, aber ja, das ist, Höhlen der Zeit, Öffnung des dunklen Portals und Flucht aus was? Flucht aus Dingsbums. Flucht aus Dornholde. Ja, das müsste Höhlen der Zeit sein. Ja, gucken wir mal. Also mit dem Todesritter traue ich mir deutlich mehr Solo-Instanzen zu als mit ihr hier. Deswegen gucken wir da doch mal. Dann auch irgendwann mal Lust, einfach alle Gebiete abzureiten und aufzudecken, die ich noch nicht habe. Gott, Braufest, nein. Der Grund, weshalb ich das Braufest nicht mache, ist, ich hasse das Oktoberfest.
Als irgendwann, war das letzte Woche, wo dann das durch im Radio kam, jetzt das Oktoberfest startet. Ich so, hallo, wir haben Mitte September. Wieso startet das Oktoberfest im September? Früher waren das 2-3 Tage im Oktober. Mittlerweile ist das irgendwie ein Einmonats-Event. Und ach nee, das ist so gar nicht meins, diese Volksfeste. Und deswegen mag ich auch das Braufest nicht. Das Einzige, was ganz gut ist, ist das Stuff-Food, was man da kriegt. Aber nee, sorry. Ich mag viele andere Feste in WoW, aber das Braufest gehört nicht dazu. Oh Gott, diese Musik verfolgt mich jetzt auch noch. Diese grausame Oktoberfestmusik. Geh weg! Ich möchte gerne bitte dramatische, düstere Eschentalmusik jetzt bekommen. Boah. Jetzt. Ich finde, das sieht so cool aus hier mit dem Holzfällerlager und so. Das ist wirklich cool. Also es gefällt mir immer wieder total gut, diese Szenerie hier. Und da kommt so richtig raus, dass die Horde da auch gerade sehr aktiv was gegen die Dämonen tut. Und sehr gegen die Dämonen sich vor allem behaupten muss. Nicht so, dass wir hier irgendwie uns auf die faule Haut legen und nichts gegen die Dämonen tun. Ja, Splitterholzposten sind 6 Silber und jetzt kostet es uns nochmal 7 Silber bis zum Teufelswald zu fliegen. Das ist unglaublich. Ich überlege gerade, wo wir am besten... Waren die Schlamme hier in der Nähe? Ganz viele? Ja, gucken wir mal. Werden wir auch so 15 einsammeln. Ich möchte so viele wie möglich. Das Maximum, weil ich einfach keine Lust habe, das gleiche Problem wie mit der Erde von Unguru zu haben. Ich meine, wir haben 20 Erde von Unguru gesammelt und haben 2 Morgenkorn rausgekriegt. Das ist schon ziemlich ätzend. Und wir haben 10 Samen noch über und wir müssen die ja kaufen jetzt. Also wenn die jetzt verbraucht sind, müssen wir neue kaufen, damit wir diese... Wir brauchen 10, wir haben gerade mal 2. Also oh, diese Ausbeute ist... Oh, ist genauso wie hiermit. Nee, Alter. Der glaubt doch auch, wir verfolgen den. So, jetzt mal schnell hier durchbuffen. Das ist ja echt bizarr, dass der hier in der gleichen... Der die gleichen Quests wie wir, oder was? Holzstandfeste haben wir ja jetzt immerhin so den Ruf, dass wir da uns ziemlich problemlos durchbewegen können. Ja, die Quest machen wir jetzt sicher nicht mehr. Das ist ja auch so eine furchtbare... Sammle so und so viel von so und so viel und möglicherweise eventuell kommt was bei Rum-Quest. Ja, die hasse ich echt. Ich finde es okay, wenn es irgendwo einen Sinn macht, aber... so viele Sachen, die für mich keinen Sinn machen. Wo waren denn die Schlamme bis jetzt? Wie an dem erst? Jetzt auch eine Weile dauern, bis wir da alles zusammen haben. Aber hier waren immerhin schön viele Schlamme. Und wir kriegen sogar noch Erfahrung. Ja, zumindest gerade so eben noch. Weil die Level 49 sind. Oder zumindest dieser hier. Vielleicht ist nochmal ein 50er dabei. Ja, dann haben wir da noch... Wir könnten Level 57 werden dadurch. Ich habe kein Ziel. Was für mich den Grund... dann wirklich mit der
Scherbenwelt anzufangen noch dringlicher macht. Weil zu sehr, also ein, zwei Level höher ist immer vollkommen okay, aber was ich ganz blöd finde, ist halt wirklich so zu viel höher sein, weil dann macht das Loot keinen Sinn mehr ab einem bestimmten Punkt. Weil wir natürlich, ich bin natürlich froh für jedes gute Item, das dann in der Scherbenwelt droppt, muss ich sagen. Mehr Schleim, oder? Es gab nicht nur diese eine Stelle. Ich weiß nicht mehr. Hier waren die mir am präsentesten, aber es müsste eigentlich noch eine andere Stelle mit Schleim geben. Schleim. Wo haben wir denn überhaupt die Quest für die... eine verderbte Probe aus dem... Ich möchte die untereinander stehen haben, deswegen... Und eine verderbte Probe aus dem Teufelswald und eine reine Probe aus dem Unguru. Das macht natürlich Sinn. Weil hier das ja alles verderbt ist und im Unguru-Krater das ja alles anders ist. Folge schaffen? Möglicherweise nicht. Möglicherweise nicht. Wobei, noch habe ich ein bisschen mehr. Vielleicht habe ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ich habe halt einen Termin anstehen gleich sozusagen. Wenn meine Eltern zum Essen eingeladen, da sollte ich pünktlich sein. Aber ich habe noch Zeit. Gut, gehören meine Eltern nicht zu den Leuten, die um 12 Uhr Mittag essen. Das ist so furchtbar. Das ist mir viel zu früh. Das ist noch irgendein Traumblatt. Ja, das nehme ich. Ich spare gerade ein bisschen Mana, aber es dauert. Pflücken mal ein bisschen. Blumen in der Zwischenzeit, dann lädt das Mana sich auch wieder was auf. Oder auch nicht. Meine Herren, das dauert aber auch. Ja gut, wir haben ja auch einen Arsch voll Mana. Also. Und wir könnten ja noch viel mehr haben, wenn wir eine bessere Ausrüstung hätten. Das ist ja das Krasse. Ich habe ja gar keine wirklich gute Ausrüstung und habe trotzdem ordentlich Mana. Finde ich zumindest. Das geht. Also. Ich finde es nicht so schlecht, unseren Mana-Haushalt. Und auch unsere Mana-Regeneration finde ich jetzt nicht so schlecht. Sicher, die könnte vielleicht besser sein. Trink mal was. So, wir haben jetzt 9. Ja, komm, noch 6. 6-mal Schlamme kloppen. Da hinten sind auch noch welche. Da ist noch ein Wolf. Den würde ich eigentlich gerne in Ruhe lassen, aber der wird uns nicht in Ruhe lassen. Deswegen werden wir den auch gleich wegmachen. Dann hole ich mir noch die Schlamme und dann geht's zack, zack, hopp, hopp nach unten. Und dann kann ich nur sagen, wehe, die 15 Proben reichen nicht für 5 richtige Proben aus. Dann bin ich wütend. Ja, dann müssten wir nochmal Krater von Uru, nochmal Teufelswald und diese Schlammdinger, ey, das ist... Keine Ahnung, ob ich dann sage, leg mir an die Füße. Ne? Ja, die sind schon ein bisschen hartnäckiger, aber sie geben uns gut Erfahrung dank des rauschenden Reisenbonus. Selbst grüne Gegner sorgen dafür, dass wir unseren Levelaufstieg
Schön ist, dass die wirklich alle ihre brav ihre Schleimproben droppen, dass es nicht so ist wie. Ich hätte jetzt gedacht, dass man 20er Stack sammeln kann. Das wundert mich jetzt etwas, dass das nicht geht. Das ist sehr zuvorkommend. Und die sind ganz schön groß, wenn ich das mal so sagen darf. Sind die größer als die in Ungoro? Kommt mir irgendwie so vor. Das ist zu weit entfernt. Noch mal größer. Sozusagen schon große Gegner. Keine Ahnung, ob ich den gerade den Angriff ausgeschaltet habe. Ich weiß es. Hohen Mana gerade blöd. Nur einer. Den werden wir jetzt nur mit dem Zauberstab wegnutzen. Ich wollte sagen, dann steigt vielleicht ja auch noch mal. Oh, wir sind schon fertig. Juhu! Nee, nach Gadgetzahn wollte ich jetzt nicht zurück. Wo sind wir denn gerade? Da. Zurück zur Straße. Damit dann zurück nach Orgrimmar und dann zurück mit dem Zeppelin. Zack. Nach Hause. Ja. Das war doch jetzt gut. Also so schnell hätte das jetzt mit der Erde von Ungoro auch mal gehen können. Wenn man die ein bisschen schneller kriegen könnte, das wäre echt gut. Ist das die so zäh immer nur gedroppt ist. Ein Untoter. Ein Untoter. Ja, ich wüsste tatsächlich gerne, wie viele Spieler aktiv Horde hier spielen. Das ist irgendwie, das war ganz komisch auf der Seite, wo ich nachgeschaut habe, da war der da waren die Zahlen sehr runtergegangen. Seid gegrüßt. Geht mit der. So von Anfang September bis jetzt sah aus wie ein Drop von ungefähr 80%. Deswegen würde mich das echt mal interessieren. Sind die alle auf andere Server gegangen? Also mir ist der Servertransfer ehrlich gesagt zu teuer. Ich glaube, die wollen 20 Euro dafür. Das finde ich echt unverschämt. Wenn man bedenkt, dass man ja ein Abo zahlt und sowieso schon jeden Monat, ne? Also zumindest... Wenn man Abonnent ist, fände ich es eigentlich einen guten Service, wenn die sagen würden, so einmal im Halbjahr kann man einen kostenlosen Serverwechsel machen. Ich hatte ja mir diesen Server ausgesucht, weil er so der inoffizielle Server für die deutsche Community war. Es gibt ja keine dedizierten deutschen Server, es gibt ja immer nur EU-Server und es ist dann manchmal etwas blöd, wenn man auf einem Server ist, auf dem so gut wie niemand
Englisch oder Deutsch spricht, sondern das, die EU-Server sind ja auch die, wo die, also das ist ja bei dem Hardcore-Server so, dass da die russischen Server auch mit, oder die russischsprachigen Server auch mit bei sind und, ich kann nun mal kein Kyrillisch. Es könnten auch ukrainische Spieler sein, ich weiß es nicht, wobei ich glaube, die Leute in der Ukraine haben gerade andere Probleme als WoW zu spielen, aber, ich möchte zumindest die Schrift lesen können, die im Chat geschrieben ist. Weil, wenn es eine Sprache ist wie Italienisch oder Französisch, kann ich es nur ableiten. Und Englisch ist ja eh kein Problem, aber Kyrillisch verstehe ich nun mal gar nicht. Und da weiß ich dann nicht, werde ich beleidigt oder. Also ich hatte das auf dem Hardcore-Server irgendwann, da hatte ich ein Duell abgelehnt und daraufhin wurde ich angeflüstert. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte es nicht lesen. Welche Sprache, also, ne? Ich weiß nicht, ob es eine Beleidigung war oder nicht. Ich habe es halt ignoriert, weil ich ja das immer ignoriere, weil ich ja auf einem Hardcore-Server will ich mich doch nicht duellieren. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist ein Hardcore-Server. vor allem im Startgebiet. Das war bei meinem ersten Versuch auf dem Hardcore-Server. War der ganze Chat kyrillisch und da habe ich gedacht, so, okay, ich möchte gerne, weil es ja nur zwei Hardcore-Server gibt, ich möchte gerne zumindest mit Unimandra auf einem Server sein, auf dem ich so gut verstehe, was da passiert. So, vielleicht sollte ich mal eine von diesen Braufest-Quests annehmen, damit das dann erledigt ist. Damit ich die nicht ständig hier aufblinken sehe, aber naja, was willst du denn? Friede, du hast Zirkel, das ist die Eroberung von Silithus. Xenarius in Silithus. Das machen wir, wenn ich irgendwann für das Dingens nach das Gifthautjunge wirklich nach. Was hast du? Loktar. Jagd im Essen die neue Grenze, ruft zu den Waffen, Pesteln der Camp Mojach. Nein. Möge eure Klinge. Auch wenn das alles sehr interessant klingt, nein. Weil ich das alles damit. Todesritter machen. So, Braufest. Seid sicher. Sprecht mit dem Organisator des Braufests beim Braufestplatz außerhalb von Orgrimmar, um ein kostenloses Bier zu erhalten. Ja. Okay. Kraft. Das nehme ich an und dann dürften ein Teil der Braufest-Quests wegfallen. Oh, die sind mir gegenüber jetzt neutral eingestellt, weil ich mit jemandem vom Zirkel des Szenarios gesprochen habe. Das ging vorher gar nicht, ne? Das war, weil... Das falsch? Das ist falsch in Erinnerung. Nee, hier ist das Braufest, genau. Kann sagen. Jo. Hey, hey, noch eine Priesterin. Willkommen zu meiner jährlichen Feier des Braufests. Ihr solltet von den herrlichen Speisen und Getränken kosten. Kommt mal wieder. Freibier. Mana. Nötig, Stufe 55. Bleibt sauber. Doch das, ne? So, ja, aber das reicht auch schon. Mehr Braufest brauche ich nicht. Huch, nein, ich wollte mich nicht ausloggen. Mehr Braufest brauche ich nicht. Das ist der nach... Ja, macht mal den Skorpion platt. Das ist der ins Schlingendorntal, das ist der Unterstadt. Ah, potenzielle Kundschaft! Wo ist er gerade? In Unterstadt angekommen. Bleibt gut drauf! Dann kommt er ja gleich schon wieder. Alles klar, perfekt. Ich frage
frage mich ja, ob es... Wir müssen natürlich unsere Alchemie auf 300 bringen noch, ne? So Pillepalle. Dann könnten wir 13 herstellen. Oh. Brauchen wir irgendwo noch Golddorn für? Ach, wir könnten das Arkane Elixier mit. Dafür brauchen wir Geisterpilz, den habe ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Okay, davon könnten wir 5, weil wir. Wir brauchen 2. Mhm. Hierfür bräuchten wir nicht so viel. Damit könnten wir wirklich gut leveln noch, die Alchemie. Ich muss mal schauen. Das muss sich ja lohnen. Das können wir danach verkaufen, aber das brauchen wir nicht ins Auktionshaus stellen. Das kauft sowieso keine Sau. Diese Elixier des irgendwas Entdeckens. Also sorry, ich habe sowas noch nie benutzt. Kann man sicherlich in irgendwelchen Quests vielleicht, aber... nicht so sinnvoll. Setzen wir uns mal hin. Ach, und weil das ja immer wieder so eine Sache ist, die alle möglichen Leute immer wieder fragen. Ich hätte jetzt gerade keine aktuelle Frage, aber wir sind bei 6 Tagen und 39 Minuten und 53. So. Auf dieser Stufe haben wir 3 Stunden, 40 Minuten und 48 Sekunden. Schon ganz schön viele Stunden. Also 6 Tage, 6 mal 24. Da ist schon, also die Zeit habe ich ungefähr jetzt auch in Baldur's Gate 3 gesteckt. Können wir die Geschichte in Unterstadt ja doch noch beenden, da die Schleime so nett waren, doch zeitnah zu droppen alle. Und gucken wir mal. Das reicht für Level 57. Auch noch lernen beim Priesterlehrer. Lauter Vorteile. So, diesmal habe ich auch den richtigen Ausgang genommen. Was ich immer noch machen muss, ist mir den Flugpunkt am Bollwerk holen. Immer noch nicht habe, was ich total bizarr finde. Ich war fest davon überzeugt, ja, dass ich den habe. Und irgendwann neulich habe ich festgestellt, ich habe ihn nicht, als ich ins Hinterland wollte. Oh Gott, jetzt kommt wieder diese furchtbare Musik. Oh no, jetzt kommt diese furchtbare Musik. Oh Gott, ich verschont mich mit dieser Musik, bitte. Das ist so schlimm. Müsste ich mal gucken, wer das ist. Ach, das ist so klar. Das ist immer das Gleiche, oder, Jungs? Ich komme hier an und
das, also, ich meine, macht ihr das? Macht ihr das? Seid ihr diejenigen, die den Aufzug immer mir vor der Nase wegfahren lassen? Ich rede mir doch um Boss. Ich kenne auch einen Boss. Ich möchte bitte, dass diese Musik aufhört. Ich möchte die gute Unterstadtmusik haben. Das ist so furchtbar. Das ist einfach so furchtbar. So furchtbar. Wo ist Künder Balthasar? Da draußen. Da. Ich möchte gerne wissen, was der von mir will. Was ist? Ach so, das sind die gleichen Sachen. Okay, das heißt aber... Fürchtet die Lebenden. Das heißt aber, ich kann... Mein Todesritter steht in Unterstadt, wenn mich nicht irre. Okay. Ich muss mal wieder ganz kurz, 2 Sekunden vom... ja, ich lasse euch mal gerade hier. Soll bitte nicht hier innen passieren, sondern möglichst irgendwo draußen. Im Garten. Okay, Okay. Wo ist denn jetzt diese Station? Hier. Okay. Ihr nehmt eine Schleimprobe aus dem Teufelswald und gebt etwas davon in die verschiedenen Röhren und Bechergläser auf dem Tisch. Als alles Mögliche zu blubbern und zu zischen anfängt, verändert der Schleim seine Farbe. Dann kommt der Prozess zum Abschluss. Die Flüssigkeiten beruhigen sich wieder und ihr seht eine kleine Petrischale, die eure veränderten Schleimproben aus dem Teufelswald und einige andere Rückstände enthält. Ihr hebt die Petrischale mit der Schleimprobe hoch. Der einzige Weg, um herauszufinden, ob die Probe rein genug ist, wieder... wird sein, die Schale zu öffnen und deren Inhalt selbst zu untersuchen. Im besten Fall findet ihr eine Probe, die Chemiker Brenners Ansprüchen genügt. Okay, es ist das gleiche Prinzip. Oh, geil! Ich sehe... Okay, eine. Wir haben ja Gott sei Dank 15. Zwei... Ja, ich finde es lustig, dass jedes Mal diese Musik eine Quest kommt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, jetzt machen wir das gleiche nochmal hier. Ihr nehmt eine Schleimprobe aus dem Krater von Unguru und gebt etwas davon in die verschiedenen Röhren und Bechergläser auf dem Tisch. Als alles Mögliche zu blubbern und zu zischen anfängt, verändert der Schleim seine Farbe. Dann kommt der Prozess zum Abschluss. Die Flüssigkeiten beruhigen sich wieder und ihr seht eine kleine Petrischale, die eure gereinigten Schleimproben aus dem Unguru sowie einige andere Rückstände enthält. Auch da müssen wir wieder gucken, ob wir hier... Ich kann das nur einmal machen. Ich sehe keine. Ist das richtig? Ich habe bis jetzt noch keine reine Probe gehabt. Wir haben ja auch noch... Muss ich jetzt erstmal die andere abgeben, oder? Das deswegen? Ich habe, es sind ja 2 verschiedene Quests eigentlich. Tineartiger Glimmer. Also ich habe da irgendwie ganz schlechtes Gefühl. Ich gebe erstmal das mit dem anderen hier ab. Ich bin ganz Ohr.
Leb wohl. Für unsere Kontrollgruppe brauche ich mindestens 5 verderbte Proben, Unimandra. Sammelt weiter Schleimproben, bis ihr mir das geben könnt, was wir brauchen. Lady Sylvanas hat es verfügt. Ja, hier sind die 5 aus dem Teufelswald schon mal. Vertraut niemandem. Ah, wunderbar. Diese Proben sind genau richtig. Ich danke für eure Hilfe. Sobald wir alle Schleimproben zusammen haben, können wir mehr sagen. Langsam fange ich an zu glauben, dass Lady Sylvanas mit ihrer Ahnung nicht nur recht hatte, sondern dass diese auch noch mit mehr Einsicht gesegnet war, als sogar sie gedacht hätte. Diese Proben sind sehr interessant. Allein zu sehen, wie sie auf meine Präparate reagiert haben. Ja, ganz zweifellos müssen wir noch weitere Untersuchungen anstellen. Sieg für Sylvanas. Jetzt, also... Möglicherweise hat es deswegen nicht geklappt. Ich hoffe einfach mal, dass es daran lag, dass diese anderen Proben, dass man die nicht parallel im Inventar haben kann. Was ich zwar total bekloppt finde, aber 6. Wenn das jetzt nicht klappen würde, würde ich echt die Krise kriegen. Da könnte ja auch noch ein bisschen Erde von Uhuru dran sein, das fände ich ja auch nett. Aber die ist da nicht drin und jetzt, okay. Soll man das vielleicht auch noch aufbrauchen? Kommen da ja irgendwelche interessanten Sachen raus. Ich meine, das hätte ich vielleicht mal eben machen sollen. Zumindest kommt da Zeug raus, was wir verkaufen können. Habe ich mit den Teufelswald-Sachen jetzt nicht getan. Das war doof. Ja, es ist alles Zeug zum Verkaufen. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Okay. Raus mit der Sprache. So, und eine Menge Schlamm. Seid ja. auf der Hut. Ja, und Unimandra, wie läuft eure Suche? Ja, hier ist denn die Unguru-Probe. Vertraut niemandem. Einfach erstaunlich, Unimandra. Der Krater von Unguru birgt wesentlich mehr Geheimnisse, als ich dachte. Ich frage mich, was wir noch alles entdecken werden, wenn wir unsere Tests fortsetzen. Wirklich erstaunlich. Seht euch nur an, wie rein diese Proben sind. Ich frage mich, was das bedeuten könnte. Es scheint sich bei ihnen um Elementare zu handeln, aber auch noch mehr. Sie erinnern mich an die alten Götter. Deren Spuren haben wir in ganz Azeroth gefunden und jetzt frage ich mich, ob diese Wesen nicht irgendwie mit ihnen verwandt sind. Wir müssen weitere Tests durchführen. Seid auf der Hut. Also, ja. Leb wohl. Vereinigung von Einflüssen. Hier drinnen eingeschlossen ist eine von den Schlammen, die ihr im Teufelswald gesammelt habt. Bringt das Behältnis zum Krater von Unguru und tut dort an reinen Schlamm. Einer von den Urzeitschlammen wird's tun, denke ich. Sobald ihr nah genug heran seid, lasst den Schlamm aus dem Behältnis frei und dann wollen wir doch mal sehen, was die beiden voneinander halten. Bringt mir nach dem Ende des Experiments eine Probe von dem, was anschließend noch übrig ist. Ich erwarte euch hier im Apothekarium. Was bekommen wir? Jetzt nicht ganz so dolle, aber das wäre nicht schlecht. Könnten wir super den das Siegel von Argas oder den Kaltwasserring austauschen. Sieg für Sylvanas. Und jetzt gucken wir mal, die wollte uns wohin schicken? Irgendwohin, wo wir nicht gerade hin wollten, meine ich. Das schon wieder vergessen. Ich bin ganz Ohr. Oh nee, das ist was Neues. Fürchtet die Lebenden. Nee, das ist die im Ödland. Unsere Zeit wird was? Kommen. Schwarzfels, ja, denkt okay, das sind dran. Die... Das sind Geduld. Die und Quests, die, ja, mit denen wir nicht ganz so viel anfangen können, weil... Hoffentlich ist das wichtig. Elixier der Weisen, Elchemie 270... mal 7 Stück, weil wir... Ich muss nur 270 werden. Es dauert nur ein bisschen, weil wir nur noch gelbe Sachen. Aber dann... Das ist das, was noch besser ist. Es erhöht die Intelligenz und wir... Da brauchen wir Pestblüte für, genau. Okay. Die wir dann ja wahrscheinlich in den Pestländern kriegen. Okay. Sieg für Sylvanas. Ausbilden. Können wir 8-mal... Ach, wir haben ja Pestblüte und Traumblatt. Brauchen wir das auch? Stand das da eben? Ich meine nicht.
So, aber das ist dann die Ablösung für das hier. Das erhöht die Intelligenz eine Stunde lang um 25. Das erhöht die Intelligenz und Willenskraft eine Stunde lang um 18. Zwar weniger, aber dafür beides finde ich eigentlich ganz gut. Da brauchen wir 75. Ich einfach mal ich. Das brauchen wir. Bergsilber, Salbei und goldener Sandsam. Na, das ist doch super. Das ist auch gut. Das kann man, keine Ahnung. Da erstellen wir dann doch gleich einfach mal alle von. Dann wird unsere Alchemie hoffentlich Kürze 300 erhöht sein. Beides lernen. Dann auch beides machen. Das vielleicht nicht, aber einen erheblichen Heiltrank können wir. Oh, haben wir nur. Ach, der ist im Bankfach, haben wir den. Ja, ja. Bankfach. Und bei 280 Alchemie. Sehr gut. Wir könnten natürlich einfach. Was brauchen wir hier? 285, ja, das kriegen wir nicht, okay. Die dunkle Fürstin, ja, aber das schütze ist doch euch. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Ich würde sagen, ich husche jetzt noch. Wie ist der Lehrer? Dann weiß ich nicht. Dann könnten wir natürlich noch mal gucken, ob wir nicht zum jetzt durch das dunkle Portal gehen können. Oder machen wir noch Krater von Unguru? Ich weiß es nicht. Ich möchte zu ihr. Genau, zu Ilthaliste. Ich bin von den Verlassenen. So, was? Ach, Level 60. Wir kriegen jetzt nichts. Ach doch, hier. Blitzheilung, Neuerung, psychischer Schrei, aha, und Schattenschutz. Gott sagen, kann nicht sein, dass wir gar nichts kriegen. Wir haben ja Level 56 gelevelt. Begrüßt den Schatten. Okay. Ja, unser Gold ist gerade sehr geschmolzen, aber das ist nicht so schlimm. Denn wenn wir erstmal in der Scherbenwelt sind, wird das alles super. Das Zeug, was wir da finden, Hallo. Können wir so viel besser verkaufen. Ja, das verkaufe ich jetzt auch einfach. Was habe ich gerade verkauft? Irgendwas, was ich nicht wollte? Habe ich irgendwas verkauft, was ich nicht verkaufen wollte? Nee, wollte ich nicht verkaufen. Das ist der eingeschlossene Schlamm. Das war überhaupt kein Fass. Ich hab gedacht, das wäre irgendwie so ein Fass. Wir hatten ja so viele Fässer gesammelt bei den Gorillas. So, das brauchen wir. Das werden wir auch nicht verkaufen. Das ist ein Questgegenstand. Das ist ein Elixier. Okay. Einmal reparieren, bitte. Fürchtet die Leben. Damit haben wir doch dann. Das hier ist alles. Der andere. Oh no. Das ist mir lange nicht passiert. Wie kam man nochmal hier raus? Da. Das ist ja echt gut. Nee, zu dir wollte ich nicht. Einmal kurz. Kommt schnell zur Sache. Wir hatten Kräuter da. Wir haben ganz viel goldenen Sandsam. Den brauchten wir für die
die Geschichte hier. Bergsilber, Salbei und goldenen Sansam. Gut, davon brauchen wir auch mehr. Jetzt können wir 13 von denen machen. Damit müssten wir eigentlich... Er ist noch rot. Damit müssten wir unsere unsere Fähigkeiten ganz schön steigern können. Traumdart haben wir auch 10. Das brauchen wir für das hier. Da brauchen wir aber noch die Pestblüte. Und da habe ich, glaube ich, keine mehr irgendwo in der Tasche. Wir haben ja echt viel, aber das nicht. Das war alles nichts. Da! Ich wusste doch, dass ich das Rezept gekauft hatte. Oh Gott, ja, das muss ich alles... muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ob ich das meinem Todesritter vielleicht schicke. Wobei das wahrscheinlich schlechter ist als alles, was er hat, weil es ist Stufe 46. Er könnte es entzaubern. Eventuell. Ja, Lederverarbeitung, da habe ich auch noch... Ich überlege ja immer noch, ob ich noch einen... Vertraut niemandem. Noch einen anderen Charakter mir baue. Ja. Mit Lederverarbeitung sich beschäftigt. Hoffentlich ist das wichtig. Vertraut. Ich hätte jetzt natürlich... Quest im Ödland annehmen können bei der dahinfliegen, aber diese ganzen Pre-Quests zu Dungeons, da machen mich immer deprimiert, dass ich die Dungeons dann eh nicht machen kann. Ich fliege jetzt noch eben nach Steinhardt und dann werde ich da erstmal pausieren. Ich werde mal diese ganzen Quests aus der Verfolgung nehmen. Ja, wir müssen auch noch nach Winterquell dafür. Da werde ich, glaube ich, mal nachgucken, wo ich den Link finde. Den Linken finde. Entschuldigung, den Linken, nicht den Link. Ja, da muss ich mal gucken. Die sind halt alle... Vor allem... Also die eigentlichen Diener waren gar nicht das Problem. Aber die Leute drumherum teilweise, die haben so viel Schattenzauberschutz, weil die Schattenschaden machen auch. Ja, ich glaube, ich lasse das hier mit dem... Ich habe keine Lust mehr, ins Hinterland zu gehen. Das wäre die Bergung der Welle-Fortsetzung gewesen, aber das Hinterland kann man auch... könnten wir auch mit einem anderen Charakter... Wenn ich dann irgendwie einen anderen Charakter nochmal mache, dann... vielleicht... Wenn es mit dem... Ich sag mal so, wenn es mit dem Hardcore... wenn der Hardcore-Troll... stirbt, dann baue ich den hier nochmal neu vielleicht. Weil ich wollte ja einen Trolljäger machen. Also ich habe ja den, ich habe ihn ja schon 3-mal gemacht. Ich hätte irgendwie so Bock, einen Jäger nochmal, also einen Trolljäger zu spielen. Das ist, weil das so die Horde Rassenklassen-Kombo ist, die so richtig gut ist. Ich meine, Trolljäger, ne? Die Trolle mit ihrer Affinität für Bögen und dann haben sie die Regenerationsfähigkeit und alles. Das ist einfach sehr cool. Ja, und Blutelfenjäger, das hatte ich, also Jäger, den ich gespielt habe, war ein Blutelfenjäger. Da ich Trolle tatsächlich nie wirklich weit gespielt habe, wäre das halt sehr, sehr schön. Mal gucken. Dem könnte ich ja den ganzen Lederverarbeitungssums geben. Ich finde das ja immer sehr nett, wie sie sich so umguckt. Kann man denn hier das UI ausblenden? Das ging doch bestimmt irgendwo.
wahrscheinlich und Tastaturbelegung. Interface-Funktion. Würde ja sagen Interface-Funktion. Für mich aber doppelt. Wahrscheinlich gucke ich gerade an der falschen Stelle. Sound ein, aus. Aha. Hier, Benutzeroberfläche. Alt F12. Immer so ein bisschen... einen Screenshot mache, ist das blöd, weil ich Greenshot benutze für Screenshots und das würde dann sich ins Spiel reinklinken. Aber es wäre natürlich eine coole Idee, einen Screenshot davon zu machen, während wir auf einem, für ein Thumbnail, so wie auf einer Fledermaus. Fände ich auch nicht schlecht. Ach ja. Mal schauen. Wann vielleicht? Sieht da schon noch auf. So. Ach so, ja. Das kann ich nicht. Natürlich. Komme ich denn auf die Idee, das auf dem Rücken einer Fledermaus machen zu wollen, ein Rezept zu lernen, eine Schriftrolle mir anzugucken? Hallo, ich sitze doch hier. Brauche ich beide Hände, weil ich sonst runterfliege oder was? Ich fände das immer schön, wenn man das könnte. So, was ich aber tun kann, ist ein Talent vergeben. Autismus erhöht eure Zaubermacht um 4% eurer gesamten Willenskraft. Und der von euren Zaubermacht das Ziel vom Schattenwort nehmen. Nehmen. Okkultismus, ja, nehmen. Ja, Dispersion ist Rang 5. Noch 2 Stufen, dann haben wir das. Dann haben wir genug Punkte. Meine Güte, ist dieser Flug lang. Was ich nochmal machen könnte, wäre zu schauen... Man hier eigentlich... Nee, man kann die Quests nicht sehen, ne? Ich fände das einfach mal schön zu sehen. Wie viele Quests haben wir denn? 414 Quests haben wir abgeschlossen. Wir können auch sehen... Ah. Oh, wow. Nein. 210 in den östlichen und 179 Kalendor. Ja, wir haben natürlich viel auf der Seite gequestet. Das wird mit einem anderen Charakter anders aussehen. Hier haben wir ja tatsächlich... dann die Möglichkeit, wirklich mal zu gucken, ob wir das alles schaffen. Das werden wir nicht machen. Aber diese Quests in den einzelnen Gebieten abzuschließen, das würde ich schon versuchen. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Wenn wir denn Berufe Kochkunst. Ich werde Meisterkoch. Ich würde gerne wissen... Achso, das geht natürlich nicht. Was gibt's denn hier? Jede der 4 unten aufgelisteten täglichen Kochquests des Rock. Okay. Ah, das ist Scherbenwelt. Oh. Ich erinnere mich. Ja. Emotionsnahrungsmittel. Haben, glaube ich, hier noch gar nichts von. Wir haben keine täglichen Kochquests. Geht ja auch nicht daran. Ja, Angeln. Das müssen wir noch fertig machen. Und Erste Hilfe sind wir noch nicht mal beim Meister. Das ist aber traurig. Professioneller Fachmann. Werdet Fachmann in einem Beruf. Sind natürlich Kochfachmann. Kochen ist ja auch einfach sehr schön. Erste Hilfe, ja. Was haben wir denn bei Ruf getan? Und ein Ehrfürchtig. Erreicht ein... Nee, das sind wir noch nicht. Klassik. Holzschlundfest. Status ehrfürchtig. Wow.
alles, das habe ich alles noch nie geschafft. Bei den Crusade habe ich, glaube ich, einer Hexe das hier geschafft. Das hier. Ich glaube, ich habe zweimal ehrfürchtig geschafft. Das ist auch sehr anstrengend, immer mit diesen ganzen täglichen Quests. Hier erinnere ich mich tatsächlich. Hier Würmruhpakt habe ich, glaube ich, mit meiner Hexe geschafft. Weltereignis. Oh Gott. Alles nicht geschafft? Ja, einmal haben wir das Nobelgarten. Kinderwoche haben wir auch nicht gemacht. Benutzt den Ruhestein, während euer Waisenkind bei euch ist. Ah ja. Kinderwoche. Das sind alles so Sachen, die ich nicht. Ja. Ja, genau, Schlotternächte, die mag ich. Das ist. Pilgerfreuden, das. Ist das identisch mit dem. Mit dem Erntedankfest? Ich weiß es nicht. Ja. Was man so macht, wenn man auf dem Reittier ist: Man guckt sich ja Folge an, die man machen könnte. Aber wir haben schon doch durchaus. Wir haben 46 Erfolge von 1082. Wir haben immerhin ein paar Quests abgeschlossen. Erkundungen sind wir halt auch noch nicht fertig. Allgemein, was ist denn allgemein? Ach so, das Essen. Reicht Stufe 60. Gut, das erreichen wir natürlich automatisch. Ja, das möchte ich natürlich irgendwie hinkriegen. Das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Das müssen wir auch noch machen. Ja, das ergibt sich einfach im Laufe des Spiels. Das haben wir noch nicht geschafft. 65 Meter ohne zu fallen. Der Erfolg fehlt noch. Den müssen wir noch hinkriegen. Das müssen wir auch noch machen. Das ist ja ganz simpel. Ich war zwar schon beim Barbier neulich mal, aber ich hatte einfach keine Lust, an ihrer Optik was zu ändern. Weil es ja auch Gold kostet. Ist ja nicht so, dass es kostenlos wäre. Ja. Sollten wir eigentlich bald da sein? Sümpfe des Elends. Hier könnten wir nochmal nach Lindkraut suchen. Obwohl, mittlerweile brauchen wir es ja. Ja, doch. Wir könnten es trotzdem. Es schadet ja nichts, das Elixier trotzdem zu haben. Hier gab es ganz viel davon, ja. Ja, ja, ja. Wir können das hier jetzt rein einigermaßen gefahrlos ernten, deswegen sollten wir das vielleicht auch nochmal machen. So, jetzt endlich. Meine Güte, das war jetzt ein langer, langer Flug. So. Was wir jetzt machen ist... Skull Hall. Mich nur mal umsehen. Ich muss einmal gucken. Wir brauchen Trichterwindentau. Ja. Vorwärts zum Sieg. Ich möchte einmal das Rezept lernen. Dann möchte ich mich hier einfach nur dazugesellen. Ich darf. Der liegt hier immer noch. Und... ja, dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um vielleicht ein paar der Dinge hier in den verwüsteten Landen. Aber auf jeden Fall gucken wir mal beim dunklen Portal vorbei, ob wir durch können. Ich meine eigentlich, es müsste möglich sein, dass es mit Level 57 war, dass wir die Quest bekommen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann wird auch nicht mehr so viel geflogen. macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.